Herzlich willkommen zu dem Vortrag Back to the Futures, statische Blogs und Webseiten mit Jaxel, formerly known as Container in Container. Der Vortrag Container in Container ist, glaube ich, ausgefallen und da bin ich gebeten worden, ob ich nicht den Vortrag halten könnte, den ich auch eingereicht hatte. Also manchmal kriegt man eine zweite Chance. Es geht um statische Blogs und Webseiten. Darf ich mal in die Runde fragen, wer betreibt eigene Blogs oder Webseiten von denen, die jetzt hier sind? Vermutlich alle. Ah, noch nicht alle. Okay, gut. Was ich in der nächsten Stunde mal machen möchte, ist Folgendes. Zum einen mal ganz kurz sagen, woher ich komme, welchen Hintergrund ich habe, damit das so ein bisschen vom Wissensstand einzusortieren ist. Dann die Frage, warum brauchen wir eigentlich jetzt auf einmal wieder statische Webseiten? Wir haben doch so tolle Tools wie WordPress und you name it und Typo3 und überhaupt. Ja. Dann sehen wir uns mal an, wie einfach das ist, so statische Webseiten mit Jaxel zu erzeugen. Und für die Leute, die sagen, okay, ich habe verstanden, dass es einfach ist, geht das dann auch ein bisschen komplizierter, weil dann möchte ich die Features dran schrauben und möchte das umbauen und so weiter. Das ist sozusagen die Sachen, die ich in der nächsten Stunde vorhab. Wenn ihr Fragen habt zwischendurch, einfach rein fragen. Ich werde die Frage auch artig wiederholen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier eine interaktive Session hinbekommen. Wir sind jetzt nicht so viel, dass ich das Gefühl bekomme, das läuft aus dem Ruder. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin weder Programmierer noch Webentwickler. Also ich kann HTML lesen und ändern. Ich kann auch so ein bisschen Templates machen. Ich bin auch kein Programmierer. Ich kann zwar PHP-Code erkennen und auch ein bisschen anpassen, aber ich bin so eine Art Power-User, so vom Know-how her. Ich habe im Bereich Content-Bereitstellung, habe ich irgendwann mit Contenido angefangen. Kennt das einer noch, Contenido? Ich glaube, das gibt's immer noch. Dann habe ich meinen eigenen Blog irgendwann mal mit Movable Type aufgesetzt. Das habe ich damals angefangen, 2010. Damals war WordPress noch durch tägliche Updates im Sicherheitsbereich geschlagen. Das war mir einfach zu riskant mit diesen dauernden Security-Updates. Die haben damals auch nicht so richtig funktioniert, die Updates selber. Deswegen bin ich damals zu Movable Type gegangen. Das war damals noch so der sterbende Platzhirsch. Inzwischen ist der Platzhirsch da tot. Also es gibt zwar Movable Type noch, aber die haben nur noch eine rein kommerzielle Variante. Und diese Open-Source-Variante ist im Prinzip nicht mehr da. Ja. Dann habe ich irgendetwas anderes gesucht. Ich betreibe damit in der Regel so meinen persönlichen Blog. Wissen, was für die Klassenpflegschaft sitzen, die man irgendwann mal, Klassenpflegschaft, die man irgendwann mal so als Vater haben muss oder darf, oder Vereine und solche Sachen. Ich betreibe noch einen WordPress-Blog aus emotionalen Gründen. Emotional im Sinne von, ich kenne den Betreiber dieses WordPress-Blogs, so meine Frau. Die kann damit nicht klarkommen, was ich mit Jaxel mache, oder ich habe das noch nicht auf ein Niveau gehoben, dass das so richtig endnutzerfähig ist. Ja, aber da merke ich immer noch, dass das mit dem WordPress-Betreiben halt wirklich immer noch, das ist noch nicht rund, sage ich jetzt mal so. Immer wenn da so ein Security-Fix reinkommt, dann kriege ich wieder Panik. Ja, dann muss man wieder sofort updaten. Was ich momentan halt sage für meinen persönlichen Blog, nehme ich also mit Jaxel und welche Vorteile das hat, das werden wir gleich noch sehen. Also, warum überhaupt was Neues? Lass uns mal kurz zurückschauen. Als wir mit diesem ganzen Internet angefangen haben, hatten wir eigentlich nur statische Inhalte. Ja, wir hatten einen Webserver und der hat dann halt diesen HTML-Code ausgespuckt, den man da mit HTML im Wesentlichen geschrieben hat. Über die Jahre hinweg musste man also HTML lernen, diese ganzen Tags lernen, das musste man auch alles selber schreiben. Dann musste man das Ganze auch, konnte man das mit FTP hoch und runterladen. Und irgendwann dann gab es dann so Editoren wie Frontpage, Dreamweaver, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, oder NetFusion und so weiter, immer noch FTP-Upload. Und dann ging es irgendwann mal los, da gab es Content-Management-Systeme, das Schreiben in HTML fiel weg, das FTP-Upload fiel weg. Man konnte im Prinzip jetzt in einem normalen Editor etwas schreiben und das Ganze wurde dann auf dem Server irgendwie publiziert. Ja? Und Status quo ist eigentlich heute, wir haben heute aus meiner Perspektive sehr komplexe Systeme teilweise, die sehr viel können, mehrere Sites parallel und die Zielgruppe für diese ganzen Content-Management-Systeme ist in der Regel der bezahlende Unternehmenskunde. Ja, ich auf WordPress.org mit meinem einen privaten Blog bin zwar auch noch da, aber eigentlich wollen die Leute haben, die da Geld bezahlen. Ja, und deswegen kommt immer mehr Features rein. Ja. Wenn ich aber eigentlich nur eine kleine Webseite haben möchte mit so einer About-Me-Seite, also ich und meine Skills oder ich und meine Produkte oder ich möchte einfach nur so ein paar Sachen haben, dann bin ich trotzdem gezwungen, mich mit Datenbanken zu beschäftigen. Ja, ich muss MySQL-Datenbank irgendwo haben.
Ja, ich bin gezwungen, mich ständig über Sicherheitsupdates zu informieren. Das ist zwar weniger geworden, insbesondere auch bei WordPress, ist das aus meiner Perspektive jetzt sozusagen im Quartalsbereich einmal so gefühlt. Ja, aber ich muss immer mein Ohr auf der Schiene haben, welche Sicherheitsupdates gibt es. Auch bei Typo 3 oder bei den anderen, das ist das nicht anders. Ja. Aber eigentlich wollte ich ja nur eine Website haben, wo ich aber meine Sachen mal hochlade. Ich möchte nicht ständig mein System pflegen. Ja. Wenn ich das vielleicht ein bisschen größer haben möchte, ja, dann muss ich mich mit Performance beschäftigen. Dann ist die Performance an MySQL-Datenbank vielleicht irgendwann mal ein Problem. Rechteverwaltung, Zugriffskontrolllisten, das ist alles irgendwie diesen ganzen Content-Management-System irgendwo drinne. Das muss ich irgendwie mehr oder weniger zumindest mal so weit verstanden haben, dass ich danach sicher bin, dass nur ich das machen darf, was gemacht werden darf. Ja. Was ich auch beobachte im Kontext von Vereinen ist so, dass wir starten recht häufig mit einem Content-Management-System, weil wir irgendwie diesen Glauben haben, dass man das nicht alleine macht und andere auch was tun. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat von euch. Da ist man in so einem Verein, man setzt das System auf und sagt, ja, danach machen das auch andere mit, ja. Aber man bekommt immer noch PDFs zugeschickt, ja. Also im Ende sozusagen sterben viele Webseiten, wo mehrere Leute etwas schreiben könnten, theoretisch daran, dass es nur einer tut. Und wenn es nur einer tut, dann brauche ich diesen ganzen Quatsch in der Regel auch gar nicht, ja. Es wäre also gar nicht so doof, wenn wir sagen würden, okay, lass uns doch diesen ganzen Kram mit Website, mit Datenbanken und Content-Management-System einfach wieder fallen lassen. Machen wir einfach wieder statische Webseiten. Ja? Habe ich keine Datenbank mehr? Schon wieder eine Komplexität reduziert. Ich habe einfach nur Inhalte, die ich in einer Form schreibe, die man zumindest als Geek so verstehen kann. Ja? Markdown. Das erinnert mich so ein bisschen an der ersten Textverarbeitungsprogramme, wo man auch mit so Hashtags arbeiten konnte, um Formatierungen zu machen. Also Markdown ist eine einfache Art und Weise, wie man HTML-ähnlichen Code schreiben kann, ohne dass man HTML schreiben muss. Und was Schöne ist, da ich nur HTML-Code habe, brauche ich nur noch eine Apache und ich habe kein Sicherheitsproblem mehr, weil im HTML kann ich nichts hacken. Da ist einfach alles statisch und das ist in der Regel auch gut so. Ja. Und in der Regel hat diese Website auch genau das, was ich brauche, nämlich ein bisschen HTML-Code, mein Content, da gibt es ein schönes Template zu meistens und dann bin ich fertig. Und dann kann ich das Ding liegen lassen und muss mich nie wieder darum kümmern, ob Sicherheitsupdates für mein Content-Management-System bereitgestellt werden. Das Thema Sicherheit, ich hatte schon angesprochen, kein PHP, was man knacken kann, kein Perl, nur HTML. Das Schöne, was wir jetzt haben, ist, wir haben ja nur HTML, das kann ich überall hinschmeißen, wo ein Webserver da ist. Ja, ich habe die einfachste Variante des Hostings ist, ich kann GitHub Pages dafür benutzen. GitHub nutzt nämlich auch Jekyll für die Pages. Ja, da kommt es nämlich ursprünglich her. Und wenn ich dann wirklich gut drauf bin und dann irgendwann mal sage, nee, ich möchte noch Features haben, dann gibt es auch noch Plugins, um da so ein bisschen mehr zu machen. Ja, aber dann starte ich von unten und nehme das hinzu, was ich brauche. Das Ganze ist hochgradig portabel. Ja, ich kann es auf einem beliebigen Webserver drauflegen. Es ist nur HTML. Es ist deswegen schnell. Und wenn mich der Hosting-Provider da nervt, weil er zu langsam geworden ist mit seinem Webserver, dann gehe ich auf irgendeinen anderen. Ja. Ich kann es sogar in die Dropbox reinschmeißen, wenn ich unbedingt will. Ja. Das sozusagen mal als der Vorteilseite. Ja, wie immer im Leben hat sowas auch mal Nachteile. Ja, statisch heißt, ich habe out of the box erstmal keine Kommentare. Ja, wenn ich Kommentare habe, dann muss ein Nutzer irgendetwas eintippen und auf der anderen Seite muss irgendeine Logik existieren, die diese Informationen in eine Datenbank legt und wieder darstellt. Und da ich nur kein PHP und kein Perl habe, sondern nur HTML habe, ist das erstmal nicht da. Ja, da kann man solche Sachen wie Diskurs nehmen und da gibt es ein paar andere externe Dienste, die einem Kommentare bereitstellen. Da gibt es Lösungen für, wo ich quasi meine Kommentare outsource an einen anderen. Ja. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen hier in dieser Gruppe vorhanden sind. Auf Blogs Kommentare 95%, 99% Spammer und dann kommt alle drei Monate mal einer rein, der wirklich eine Antwort hat, also einen Kommentar hat. Vielleicht liegt das an meinem Blog, aber bei anderen scheint das nicht anders zu sein. Darf ich mal fragen, die Runde fragen? Wer kriegt regelmäßig relevante Kommentare? Ja. Hat jemand Kommentare, wo er sagt, hey, ich brauche unbedingt Kommentare auf einem Blog? Ich meine, das würde mich mal interessieren.
Nur Spams, ne? In der Regel. Ich habe auch Diskurs mal eingeschaltet, zumindest über so einen Zusatzbutton, weil ich nicht möchte, dass bei jedem Aufruf diese Seite einen Diskurs reportet. Ja, weil ich erstmal nicht möchte, dass Diskurs mitbekommen, wenn Leute auf meinem Blog sind. Zweitens, weil das auch Performance-Nachteile hat. Aber es wird ganz wenig eigentlich genutzt. Ja. Was auch out of the box natürlich nicht geht, ist, ich habe keine Volltextsuche, weil ich habe ja nur HTML. Ja. Hier kann man aber auch Sachen machen wie eine Site-Search mit DuckDuckGo oder wer es mag mit Google. Da gibt es also auch Möglichkeiten, über so ein einfaches Formular dann den Nutzer die Möglichkeit zu geben, auf seinem Blog eine Volltextsuche zu machen. Oder was ich auch mal gemacht habe, ist, ich habe, das werden wir nachher nochmal sehen, Elasticsearch angebunden, um meine Volltextsuche auf meinem Blog zu machen. Das ist auch richtig schweineschnell dann, wenn man das gemacht hat. Auch das geht. Also für die Nachteile gibt es in der Regel Lösungen, was für viele Nutzer im Prinzip und auch für meine emotionalen Hauptnutzer ein Problem ist sozusagen, es gibt keine richtigen Editoren, mobile Editoren, wo man auf seinem Handy was schreiben kann, ja, sondern wir brauchen halt einen Texteditor, der Markdown schreiben kann, oder ich gehe auf so eine Website wie bei GitHub, wo ich das auch schreiben kann, ja, aber so coole mobile Apps gibt's da halt nicht. Das ist schon ein Usability-Issue für viele. So, wie funktioniert das Ganze jetzt also? Gibt's bis hierhin Fragen? Gut. Im Prinzip haben wir zwei Ebenen. Wir haben auf der einen Seite ein Template, das ist in Liquid und HTML gehalten. Das ist das Layout von meiner Webseite, das kann ich definieren. Da gibt es auch welche, mit denen ich starten kann. Die sind aus meiner Perspektive gut lesbar. Ja, ich habe meine Inhalte, die sind in Markdown geschrieben. Kennt ihr Markdown? Kurz nicken. Wer kennt nicht Markdown? Okay, also da rein schreibe ich meine Inhalte, dann bitte, dann gibt's hier den Jekyll-Prozess, ja, der flutscht diese ganzen Sachen zusammen und am Ende kommt eine Datei, ein Verzeichnis raus mit dem ganzen HTML-Code meiner Webseite, ja, und diesen HTML-Code meiner Webseite kann ich dann halt auf einen Webserver legen, wenn ich möchte, oder ich nutze GitHub auf dem das automatisch auch gemacht wird. Ja, dieses Jekyll-Programm, das muss ich halt lokal auf meinem Rechner installieren oder auf einem Server, auf dem ich das betreibe. Und der bringt dann diese beiden Sachen zusammen. Und da das einzige Programm halt, was hier eine Rolle spielt, dass der Jekyll-Dienst ist, das Jekyll-Programm ist, das läuft halt auf meinem Rechner, kann es da keine Sicherheitsprobleme geben. Ja, weil das einzige Programm, was ich brauche, wird nur beim Publizieren erzeugt, genutzt. Und danach habe ich nur HTML-Code und der ist per Definition sicher. Ja? Was ist mit CSS? Kann ich das da auch anbieten? Das ist hier Teil von dem Template. Also die Frage war, was ist mit CSS? Wo kann ich das einbinden? Das ist ein Teil meines Templates. Ja? Aber das wird auch so eingebunden, dass ich das dann ja einfach auf den Server schieben kann und das ist dabei. Richtig. Also die Frage war, wird das auch richtig eingebunden? Ich habe nachher ein Verzeichnis, hat den Namen Unterstrich Site, ja, und da ist dann von der Index HTML oberste Ebene mit allen Unterverzeichnissen CSS, JavaScript, wenn ich es brauche und so weiter, kommt alles vor. Gucken wir gleich kurz rein. Ja. Eine Frage, wer benutzt das? Ja, ist das also ein Ding, was wenig benutzt wird oder ist das häufig benutzt? Stackoverflow.com hat seinen Blog inzwischen auf Jekyll umgestellt. Ja, kennen einige vermutlich. Healthcare.gov hat auch mit Jekyll gestartet. Das ist dieser Healthcare-Service, den der Barack Obama gestartet hat. Ja, Pages von GitHub werden auch benutzt. Barack Obama selbst hatte seine Webseite auch mit Jekyll ursprünglich gemacht. Und hier auf dieser Seite haben wir noch weitere Beispiele dazu. Also das wird wirklich auch in großem Stil benutzt. Das ist jetzt keine Mickey-Maus-Lösung für ein paar Geeks. Ja, natürlich ist klar, da liegen dann teilweise auch noch ein paar andere Applikationen drüber, die den Content bereitstellen. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die diese Markdown-Dateien erzeugen, weil nicht jeder kann das benutzen. Da gibt es auch dann manchmal auch Lösungen, die diese Editoren bereitstellen. Ja, bei solchen großen Webseiten. Ja, gut. Wie einfach ist das? Ja, und ich mache jetzt mal zwei Varianten.
Die erste Variante ist, hey, ich will einfach mal anfangen irgendwie. Ja, und da kann man halt ein Template auf GitHub kopieren, ja, und kann einfach loslegen. Und dann hat man auf GitHub seine Webseite unter der Adresse, die dann halt GitHub, also da kann man eine URL angeben, die kann man auch später umbenennen, ja, und dann kann man über den Editor von GitHub seine Dateien editieren und kann seine Anpassung machen. Ja, ist auch kostenlos und dann kann man sich sicher sein, dass GitHub wahrscheinlich bereitgestellt wird und dass das nicht runterfällt und dann muss man sich über den Betrieb seines Servers keine Gedanken mehr machen. Ja, hat ein paar Nachteile. Ja, GitHub hat Einschränkungen, was sogenannte Plugins angeht. Ja, man kann auch bei Jekyll so ein paar Zusatzsachen machen da GitHub natürlich nicht möchte, dass Hinz und Kunz mit seinem eigenen Plugin den Server in die Knie jagt, wollen die nicht alle Plugins oft, lassen die nicht Plugins ablaufen. Ja, wenn ich das machen möchte und ich weiß, was ich tue, kann ich das auch lokal installieren. Da gibt es eine Installationsanleitung dafür, die ist relativ einfach und gut, aber wir reden schon, die Zielgruppe hier ist eher der Programmierer. Ja, also da muss man NPM Install machen und also das ist schon geeky. Ja, es ist jetzt deswegen, wie gesagt, meine emotionale Hauptnutzer, dem kann ich das nicht zumuten. Ja, also die Installation ist am Anfang ein bisschen schwieriger. Also man muss Software lokal installieren. Ja, dann startet man mit so einem minimalen Template, erstellt seine Dokumente und dann kann man das auf seinem Webserver bereitstellen. Okay? Wie sieht das jetzt also aus, wenn ich auf GitHub starte? Ich habe jetzt einfach mal eins von den Templates genommen. Ja. Also da gibt's mehrere, die kann man dann forken, ja, das kennen wir alle, also zumindest die meisten von uns, ja, dann dauert das ein bisschen und dann kriege ich halt die Möglichkeit, hier diesen Namen noch anzupassen, wo diese meine Webseite später erreichbar sein möchte und dann kriege ich hier mein Repository, indem ich meine Dokumente erstellen kann, indem mein Template drin ist. Ja, das ist so die Minimalstruktur, die man da hat. Ja, dann kann man hier in einer Konfigurationsdatei muss man noch entsprechend Änderungen machen. Da sagt man zum Beispiel, der Name meines Blogs ist meine größte Webseite. Ja, da kann man hier noch einen Titel angeben. Ja, das ist ja schon Template abhängig. Das ist die Konfiguration meines Jekyll-Blogs. Ja, und danach ist diese Webseite sofort, so wie wir sie gerade gemacht haben, unter der Adresse, die wir da eben gesehen haben, erreichbar. Ja, also ganz normal erreichbar über den Browser. Und das ist halt jetzt ganz normal, das ist jetzt nicht GitHub, sondern das ist halt dieses einfache Template, mit dem wir gerade gestartet haben. Es gibt auch noch andere Templates auf GitHub, die man so entsprechend forken kann. Die sind ein bisschen hübscher, die bieten ein bisschen mehr Funktionalität. Aber so kann ich dann anfangen. Ja, und ihr seht da oben, da ist dann der Titel aufgetaucht, da irgendwo ist auch ein Logo. Ja, und jetzt könnte ich da anfangen, auf GitHub direkt meine entsprechenden Dokumente zu erstellen. Ja, und das mache ich dann halt hier in diesem Ordner Posts. Muss ich nach einem bestimmten Prinzip meine Markdown-Dokumente erstellen und dann kann ich entsprechend loslegen. Das ist auch sehr gut dokumentiert und da kann man im Prinzip jetzt sofort anfangen, einfach mal ausprobieren. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, es gibt, glaube ich, bei GitHub den Zwang, dass alle Dokumente, die da erstellt werden, von den Rechten her bei GitHub liegen. Also da habe ich irgendwo mal gehört, da muss man sich mal anschauen, ob man damit leben kann. Ja, also wenn das auf GitHub gehostet ist, dann ist es, glaube ich, alles pauschal, öffentlich und irgendwas in der Art. Ja, ist nicht jedermanns Sache. Ja, kann sein, ja, aber so kann man loslegen. Und dann muss man sich auch keine Gedanken über seinen Server machen. GitHub wird wahrscheinlich am Leben bleiben. Da gibt es ein paar Jungs, die kümmern sich darum, dass das Ding performant läuft. Ja, man kann da auch eine eigene URL dran setzen. Also da muss nicht unbedingt da oben hagen.bauer.github.io stehen. Da kann man dann auch eine andere Domain dran machen, wenn man das möchte. Und wenn man nur 5-6 Seiten machen möchte, wo dann drin steht, mein Name ist Hase und das sind meine tollsten Features und das sind meine Projekte, die ich gemacht habe, das ist meine Visitenkarte, kann man das sehr, sehr gut machen und man muss sich nie wieder um den Betrieb seiner Visitenkarte im Web kümmern. Ja? So.
So kann man das machen. Gibt es hierzu Fragen? Nein? Gut. Also, was ist denn, wenn ich jetzt was anders machen möchte? Wenn ich also dieses Jekyll-Programm installiert habe auf meinem Rechner, und das geht auf Mac und auf Linux recht schnell, bei Windows soll es ein bisschen schwieriger sein, aber das habe ich noch nie angeschaut, ja, habe ich also ein Programm, ja, das heißt Jekyll, und wenn ich diesem Programm sage, Jekyll new mein Blog, dann wird halt ein Verzeichnis angelegt mit mein Blog, und dann seht ihr hier unten mit dem Standardformat und den Standard-CSS-Dateien, die in diesem Standardblock halt dabei sind. Ja? Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, in meinem CSS rumzufummeln, den Footer anzupassen, den Header anzupacken. Hier haben wir wieder die Config-XML. Wo haben wir sie? Da oben. Ja? Da muss ich was reinschreiben. Ja? Und das ist hier sozusagen mein erster Post, der automatisch dann dementsprechend bereitgestellt wird. Ja? Und danach kann ich sagen, Jekyll Surf. Und dann seht ihr, dass da wird er dementsprechend generiert. Das ist natürlich bei einer Seite relativ schnell passiert. Ja, und danach kann ich lokal auf meinem Rechner unter 127 blablabla Punkt 4000 kann ich mir meinen Blog anschauen oder meine Webseite. Ja. Ja klar. Genau. Nee, da ist ein Template schon dabei. Also es ist ein kleines, einfaches Template. Das sieht so ähnlich aus wie das, was wir eben gerade bei GitHub auch gesehen haben. Ja. Sieht dann so aus. Ja. Ist das nicht hübsch, aber. Kann man zumindest sagen. Man kann natürlich auch mit runtergeladenen, komplexeren Jekyll-Templates starten. Da gibt es einige, mit denen man da anfangen kann. Ich wollte jetzt hier erstmal so das Minimum zeigen, wo man einfach mit loslegen kann. Das ist dann hier der Aufruf, den ihr da jetzt, das ist dann die Seite, die dann quasi als Hello World-Seite bei Jekyll mitgeliefert wird. Ja? Und wenn ich so eine Seite editieren möchte, dann sieht das schon so aus und dann fängt schon an, so ein bisschen klarer zu werden, was wir mit dem Markdown machen. Das hier ist der Text, der in dieser Seite vorkommt. Ja, hier sieht man auch so ein paar Sachen wie Syntax-Highlighting, die man auch automatisch mitbekommt. Ja, hier sieht man, dass hier oben so ein paar Metadaten in dem YAML-Format als Header mitgeführt werden müssen. Ja, also da steht dann zum Beispiel noch, an welchem Tag das erstellt worden ist, wie der Seitentitel lauten soll und in welchen Kategorien das für diesen Blog dementsprechend auftauchen soll. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen geekiger, ja, ist nicht für jedermann geeignet, ja, aber die gute Nachricht ist, wenn man sich eh in seinem Sublime Editor oder seinem Editor dieser Wahl, wenn man da gerade lebt, ja, und weiß, was SVN ist, ja, und weiß, was GitHub ist, dann behalte ich im Prinzip sozusagen meine Wohlfühlumgebung, was meine Programmierung angeht, bei und kann dann direkt auch meine Dokumentation für mein Projekt machen oder meinen Blog laufen lassen oder meine Webseite dementsprechend publizieren. Ja. Gut. Diese ganze Website, die ihr unter 127.0.0.4000 da erreichbar ist, wird in ein Verzeichnis namens /site reingepackt. Das ist quasi der komplette Code meiner Webseite, ja. Und da habe ich jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich will es ja nicht nur auf meinem eigenen Server haben, sondern ich möchte es ja meistens auch im Internet haben, ja. Diese Site kann ich halt jetzt mit FTP, SCP, Rsync, SVN, Git so weiter dahin pushen, wo ein Webserver meine Seiten publiziert. Okay? Das ist alles sehr flexibel mit dieser Variante. Ich habe das aus einem bestimmten Grund nicht so übernommen. Die Seite mit dieser Art möchte ich mal kurz vorstellen. Ich hatte Angst, wenn ich einfach nur ein R-Sync eines Verzeichnisses auf die Website mache, ja, dann laufe ich das Risiko, da war ich zumindest ein bisschen paranoid, dass aus irgendeinem Grund da vielleicht eine Datei mit Drag and Drop reingeschmissen worden ist, die ich da gar nicht haben wollte.
Ja, weil wenn ich einen Rsync auf -site mache, dann pusht er alles hoch, was da dementsprechend drin ist. Ja, und wenn ich aus Versehen mal mit dem Dateiexplorer da aus irgendwas reingeschmissen habe, was da nicht hingehört, dann wird das halt auch mit gepusht. Ja, das war ein Grund, warum ich mich für diese Variante nicht entschieden habe. Ich habe eine andere Variante gewählt. Ich habe sozusagen ein ich nutze SVN, wo ich dann meine Site reintue. Dieses SVN ist auf einem Webserver mit SVN-Sync hochsynchronisiert und ich stoße dann quasi auf meinem Webserver den Bildprozess an, der dann die Site auf den Webserver pusht. Dann weiß ich immer nur, was im SVN drin ist, was ich da rein committed habe, landet auch auf dem Webserver in dem entsprechenden Verzeichnis. Ja, und da synke ich dann sozusagen mein Verzeichnis rein. Das ist eine paranoide Variante, die muss nicht jeder machen. Ja, ist nicht notwendig. Man kann auch einfach Rsync machen auf den Webserver. Aber ich habe mich da irgendwie wohler gefühlt, so ein bisschen zu kontrollieren, was dann wirklich nachher auf meinem Webserver erscheint. Ja, ist nur eine Variante, die man machen kann. Gut, bis hierhin Fragen. Habe ich jetzt alle abgeschreckt? War das zu kompliziert? Also man gewöhnt sich dran. Das ist nachher drückt man nur noch in seinem Browser auf Control Publish, dann kann man in seinem Editor, kann man natürlich auch ein paar Sachen dranlegen und dann flutscht das da raus. Das tut nicht weh. Ja, man muss sich halt nur mal ein bisschen umgewöhnen, aber man ist sich danach wirklich sicher, Sicherheitsupdates brauche ich mich nicht mehr drum zu kümmern. Ja, und so ein Nginx ist auf purem HTML schweineschnell. Da muss ich halt nicht mehr viel tun. Ja. Gut, also, jetzt gibt es natürlich die Variante, ich habe schon irgendwo eine WordPress-Seite oder, ihr habt gehört, ich hatte vorher Movable Type, ja, kann ich das auch irgendwie übernehmen. Es gibt eine Reihe von Importern, ja, die sozusagen die existierenden Dateien von WordPress, von Movable Type und noch von was gerade wie vielen importieren. Ja, wie bei allen Importern kann es am Anfang, am Ende nochmal sinnvoll sein, hier nochmal drüber zu schauen. Ja, drüber zu schauen, weniger im Sinne von, ist das, was importiert wird, richtig, aber wenn so ein Blog mal ein paar Jahre lebt, dann hat man vielleicht mal den Namen gewechselt und dann verbergen sich noch ein paar alte Seiten da drin oder ein paar alte URLs. Oder man hat irgendwann mal von HTTP auf HTTPS gewechselt und da sind dann noch Links drin, die dann auf HTTP verweisen. Ja, da ist es halt ein guter Zeitpunkt, hier nochmal so sein Seed-Skript anzuschmeißen und ein paar Sachen rauszuschmeißen, die sich über die Jahre einfach ergeben haben. Ja, weil man bekommt ja dann aus seinem, dieser Importer erstellt quasi Markdown-Dateien, nämlich für jede Seite, für jeden Beitrag eine Markdown-Datei. Da kann ich natürlich wunderbar nochmal mit Seed oder anderen Skripten entsprechende Massagen, was das Look and Feel und die Links angeht und so weiter, drüber laufen lassen. Was für mich wichtig war für mich die Suche. Ich bin so ein bisschen überwachungsparanoid, deswegen fand ich Google Site Search nicht die richtige Variante. Aber auch DuckDuckGo bietet da entsprechend etwas an. Ja, und es gibt halt die Suchmöglichkeit über Elasticsearch. DuckDuckGo kennen alle, nehme ich mal an. Ja, kurz nicken, Kopfschütteln. Okay. Elasticsearch, wer hat davon noch gar nicht gehört? Okay, das ist so eine Volltext-Suchdatenbank. Ja, also sag mal so, das ist eine Technologie, mit der man Volltext-Suchen bauen kann. Ja. Da gibt es solche Sachen wie den sogenannten Elk-Stack oder da gibt es halt halt auch Provider, die bieten einem halt solche Volltext-Indizes an für Datenbanken, die man halt oder für Webseiten, die man geben kann. Das ist im Prinzip ein Suchengine. So ähnlich wie Google, halt nur auf meinem eigenen Server. Ganz doof gesprochen. Ja. Die gute Nachricht ist, die bieten halt nicht nur Volltext-Suche an, sondern den kann man auch so eine Art Metadatenmodell mitgeben, ja, dass man zum Beispiel nicht nur Volltextsuche machen kann, sondern man kann auch sagen, ich hätte ganz mal alle Dokumente aus 2014 oder Keywords, die man halt dediziert durchsuchen kann. Ja. Wenn man das auf DuckDuckGo macht, dann kommt nachher irgendetwas, also wenn man dann diesen Quellcode, da gibt es halt auf DuckDuckGo gibt es halt eine entsprechende
eine Anweisung, wie man halt so eine Volltextsuche über seine Webseite in der Webseite integrieren kann. Da ist so ein einfaches Formular, das muss man halt auf seiner, in seinem Template an irgendeiner Stelle positionieren. Dann kommt dann sowas bei raus. Das ist dann sozusagen das Ergebnis, wenn ich halt auf einer Webseite nach einem bestimmten Begriff suche. Das ist dann halt, wie DuckDuckGo aussieht. Ja, ist natürlich nicht integriert in das Look and Feel, sieht halt einfach so aus, kann man machen. Ja, wenn man einfach nur die Volltextsuche bereitstellen möchte und da keine größeren Ansprüche hat, ist das auch eine valide Variante. Ja, was ich gemacht habe, ist darüber hinaus, weil hier sind ja auch zum Beispiel die Sachen wie Metadaten oder Keywords oder Tag Cloud sind natürlich hier nicht möglich. Ja, ich habe darüber hinaus auf meinem Blog halt diese Elasticsearch-Variante eingebaut. Da kann man dann halt hier so zum Beispiel dann auch in diesen, da gibt es so ein JavaScript-Client Stück Software, da kann man halt hier noch in diesen Kategorien noch runter browsen und kann halt dann dementsprechend sich nur Dokumente anzeigen lassen, die für eine Kategorie gelten. Man kann das, wenn man das weiter treibt, halt auch so Type-Ahead-Sachen machen, dass man auch die Treffer in so einer Voransicht angezeigt bekommt. Das ist eine sehr schicke Sache. Kann man also auch in seinen Jekyll-Blog integrieren, hat aber im Prinzip mit dem statischen Publizieren vom Blog erstmal gar nichts zu tun. Aber das ist eine gute Möglichkeit, wie man hier entsprechend starten kann. Ja. Wir haben ein bisschen wenig Diskussion gehabt, wir sind ein bisschen schnell in der Zeit. Zusammenfassend kann man sagen, dass Jekyll sozusagen erstmal einfach zu starten ist, wenn man sich mit diesen Technologien so ein bisschen wohlfühlt, ja, wenn man weiß, was GitHub ist, wenn man weiß, wie man so ein NPM installiert, ja. Es ist aus meiner Sicht sehr zukunftssicher, weil wir reden davon, dass wir Dateien im Markdown haben. Das ist ein Textformat, mit dem man wahrscheinlich ein paar Jahre leben kann, ja. Wir reden davon, dass wir nachher eine Website haben, als HTML-Code auf einem Webserver bereit liegt, ja, und dementsprechend wahrscheinlich noch die nächsten 30 Jahre lang angeschaut werden kann, ohne dass ich halt mir Gedanken darüber machen muss, ob das Content-Management-System, was ich dafür gebraucht habe, in 30 Jahren noch existiert. Ja, also wenn man über Dokumentation in Projekten nachdenkt, ist das mit Sicherheit eine sehr zukunftssichere Variante. Ja, es ist aus meiner Perspektive das sicherste Content-Management-System, weil es per Definition keine Programme hat, deswegen kann es nicht gehackt werden. Ja. Es ist schnell, weil der Webserver darauf aufgerichtet ist, HTML-Seiten zu produzieren und nichts anderes zu machen. Da gibt es keine PHP-Mods, die geladen werden müssen oder PerlScript oder was immer da denkbar ist. Es gibt keine Performance-Einbußen bei MySQL-Server, die dahinter vielleicht eine Rolle spielen. Ja. Aber wenn man sich damit auskennt und das machen möchte, dann ist es auch schnell und einfach erweiterbar. Gut, das ist sozusagen eigentlich das. Ich hatte gedacht, wir haben ein bisschen mehr Diskussion, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt schon anderthalb Tage hinter uns hatten. Ich bin noch nicht fertig. Also ich bin im Prinzip fertig, was ich vorstellen wollte, aber wir können natürlich jetzt die Zeit noch nutzen, um nochmal zu diskutieren oder ins Detail reinzugehen. Ja, hier vorne. Gibt es die Möglichkeit, über Plugins, wie auch immer, responsive Design oder sowas, eine mobile Ansicht der Webseite hinzukriegen? Ja, also die Frage war, wie verhält sich das mit Responsive Design? Ja, gar kein Problem. Das ist ja eine Frage von der CSS-Darstellung. Ja, ich habe es bei mir. Wir können, ich will jetzt nicht meinen Blog jetzt nicht in den Vordergrund stellen, aber da habe ich das natürlich gemacht. Ach, ich muss kurz gucken, wegen der Darstellung. Also hier habe ich arbeite jetzt hier mit Bootstrap, ja, und da kann man alles machen, was man so machen möchte. Also da sehe ich jetzt keine. Man muss es halt auch selber machen, ja, oder man nimmt ein Template, das es dementsprechend das schon anbietet, ja. Aber das ist eine Frage von CSS im Template. Ja, also in einem sehr
kastrierten Variante, weil ich nicht bei, ich habe nicht so viel Bootstrap genommen, das habe ich mit SaaS halt mir alles zusammengeschraubt, dass ich nur das brauche, was ich will und ich dann nicht 500 Kilobyte an Bootstrap-Datei mit mir rumschleppe. Aber hey, es ist dann ganz normal CSS-Datei. Die war zuerst halt die Frage da oben. Irgendwelche guten Alternativen, wenn man sowas sucht. Also es gibt immer Jackie gemacht, nicht andere. Ja, da gibt es noch Hugo. Es gibt noch ein paar andere. Hugo, Octopress wird noch häufig genannt. Irgendwas mit M. Also da gibt es noch ein paar andere statische Publizierer, die sozusagen, manchmal arbeiten die mit Go und also die war die Frage, wie wird der Prozess programmiert, der diese Konvertierung macht von meinem Markdown-HTML-Template nach außen. Da gibt es noch einige andere. Ja, ich habe irgendwann mal mit Jekyll gute Erfahrungen gemacht und wenn man da mal angefangen hat, dann wechselt man nicht dauernd. Also wahrscheinlich gibt es auch Gründe, mit Octopress zu starten. Das ist basiert, glaube ich, auf Jekyll. Da gibt es noch einige. Aber die haben alle dieselben Vorteile. Ja, also da ist halt, das Grundprinzip ist, habe ich einen statischen Webseitenersteller quasi, habe ich am Ende meinen HTML-Code, ja, kann ich mit den Nachteilen leben, ja, zum Beispiel keine Diskussionsforen, also keine Kommentare. Ja, das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Bin ich in der Lage, mit Markdown zu editieren oder wie mein emotionaler Hauptnutzer das nicht kann. Ja. Ja klar, ich meine, ich benutze... Nein, ich habe das, was ich hier mache, ist ja auch JavaScript. Ja. Nee, Formulare gehen wiederum natürlich nicht. Ja, weil beim Formular... Also es gibt... Ja, geht out of the box in Jekyll nicht, weil ein Formular sagt natürlich, jemand nützt etwas, tippt etwas ein und dann muss es auf der anderen Seite jemanden geben, der intelligent genug ist, das in Empfang zu nehmen und irgendwo hinzuschreiben. Den habe ich ja hier nicht. Ja? Weil auf der anderen Seite ist ja nur, bitte? Also, es gibt die Möglichkeit, Formulardienste zu nutzen, wie, die ähnlich sind wie Diskus. Ja, also es gibt auch solche Formular-Services, die eh nicht funktionieren. Das heißt, ich binde das von woanders ein. Okay, ja? Ich könnte mein Formular selber programmieren, könnte mir das über Embedded HTML dann einbinden und dann auf die Art. Ja, ich meine, wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufgreife, ja, ich habe das hier unten jetzt so gemacht, dass ich, weil ich, wenn ich da auf Diskurs draufdrücke, ja, bei mir jetzt, das ist jetzt eine Geschmacksfrage, ihr seht da, normalerweise erscheint das direkt. Ja. Und was hier natürlich passiert ist, das JavaScript geht beim Öffnen des Dokumentes los und fragt Diskurs an, hey, ist der Nutzer Hagenbauer, der will seine Kommentare haben. Ja. In diesen ganzen anderen Frag, ja. Das erzeugt natürlich für mich zwei Probleme. Auf der einen Seite habe ich das Problem, dass die Nutzer sozusagen beim Lesen meines Blogs Diskurs sagen, dass sie da gerade gewesen sind. Das finde ich jetzt doof. Ja, weil ich das einfach nicht möchte. Ich möchte, das ist eine Privatsphärenkiste. Ja. Ich möchte halt, dass die Nutzung meiner Website nicht überall in der Welt rumgepustet wird. Ich habe jetzt keine Pornos hier, aber es ist einfach eine Prinzipfrage. Ja. Das ist die eine Seite und das ist eine Performancefrage, weil bis dieses Ding da lebt, da kann so eine Seite schon mal dauern. Ja. Deswegen habe ich das jetzt hier in meinem konkreten Fall hier hinter so einen Button gelegt, wo ich ganz gerne mal möchte, dass das so aussieht wie der da oben, aber das habe ich noch nicht hingekriegt. Ja, und da, solche Dienste gibt es auch für Formulare und Feedback. Ja, dann nutze ich aber dann, wollen wir das? Ja, bald. Richtig. Das findet ja auf der Client-Seite zu dem Moment statt, wenn der Nutzer die Seite aufruft. Ja. Also die Frage war, gibt es im Prinzip einen
einen Jekyll-Service neben GitHub, wo ich irgendwo hingehen kann. Ich meine, es gäbe da was. Ja. Ja, aber dann hat er aber das Problem, was ich mit WordPress gerade abgeschaltet habe, durch einen GitHub-Service ersetzt, den er selber hosten muss. Ach so. Ah. Also wenn die Git... Ja. Okay. Also GitLab scheint eine Variante zu sein, neben GitHub auch solche statischen Websites zu machen, die offensichtlich gewisse Nachteile nicht haben, die GitHub hat. Kannte ich jetzt noch nicht. Ja. Was ist denn dort, jetzt haben wir ja die ganzen Vorzüge gehört. Ja. Ist das jetzt vom ersten Hören total klasse, weil ich sage, ich muss jetzt nicht der super HTML-Wizard sein und mir meine eigenen paar Seiten nicht nur einmal in der Woche oder einen Monat ändern, ja, zu programmieren. Wo ist denn aus Ihrer Erfahrung, wo sind denn aus Ihrer Erfahrung die Punkte, wo man ständig gegen die Pumpe rennt und denkt, verdammte Hacke, das müsste noch rein oder das könnte besser laufen? Also was mich am meisten stört, mich persönlich, ist, aber das ist nicht lösbar, das Problem ist, dass es keine mobilen Editoren gibt. Ja, also die WordPress-App, ja, für mein Smartphone, die ist ja schon cool, wenn ich mal eben ein Bild machen möchte und da eben noch 5 Zeilen zu schreiben und das auf meinem Blog publizieren möchte. Ja, das ist ja schon usable. Ja, das kann es natürlich hier in der Form nicht geben. Ja, weil ich müsste jetzt, Kommentar oder Frage? Also, wenn man das bei GitHub Pages machen würde, könnte man dann einfach mit dem mobilen Browser auf GitHub und dann... Ja, ja, aber das Bild hochladen. Aber ich bin ja gefragt worden, was stört mich so richtig? Ja, also so eine mobile App, wo ich die Kamera das Bild habe und ich dann direkt sagen kann, dieses Bild auf meinem Blog publizieren, noch 3 Kommentare drüber und Text und dann gut. Also das kann ich natürlich auf so einem Jekyll-Blog nicht einfach bekommen. Ja, das Problem ist sozusagen, dass ich ja immer einen Server brauche, mit dem dann quasi kommuniziert werden muss. Aber den habe ich ja hier nicht. Ich habe ja nur... Ja, also es gibt auch die Möglichkeit über... Es gibt wohl auch eine mobile App, die mit GitHub arbeitet. Ja, aber das geht halt nur mit GitHub. Aber du bist jetzt gerade gefragt worden, du hast mich jetzt gerade gefragt, was mich am meisten stört. Ja, also diese mobile App fehlt mir. Ja, was mir nicht fehlt, aber meinem emotionalen Hauptnutzer, ist überhaupt ein einigermaßen akzeptabler Editor. Ja, der mir diesen Markdown-Kram so ein bisschen versteckt. Ja, da wäre ich ja vielleicht noch bereit, sogar noch mal ein bisschen JavaScript oder so auf meinem Server zu installieren, damit ich das wegkriege. Ja, also das ist eine andere Sache, die mich auch noch stört. Ja, aber das stört ja eigentlich nicht mich als Nutzer, sondern das stört mich als Administrator mit diesem emotionalen Hauptnutzer. Ja, aber mich als Endnutzer fehlt eigentlich nur diese App. Ja. Ja, ja, nur mein Hauptnutzer hat ja bisher nur WordPress. Da weiß er nicht, was wird. Genau, so ein Editor. Ne? Also natürlich, der hat halt einen Editor, wo man halt arbeiten kann. Und das einfach Menschen beizubringen mit dieser Struktur, das kann man vielleicht irgendwo mal hinkriegen. Also, aber momentan ist das halt noch nicht wichtig genug. Das ist der einzige WordPress, den ich ab und zu noch mit einem SVN-Update regelmäßig dann, wenn dann wieder Security-Feature hochkommt, noch updaten muss. Aber das sind so die einzigen Sachen, die mich wirklich stören. Ja, dadurch, dass ich jetzt ganz persönlich hier die Variante gewählt habe, dass ich jetzt meine private Jekyll-Site in einem Repository auf meinem Server verwalte, ja, habe ich ja auch die Möglichkeit von verschiedenen Rechnern ganz normal meine Website zu editieren. Ja, ich gehe einfach nur hin, checke meine Website aus. Das kann beim ersten Mal ein bisschen dauern, weil inzwischen viele Bilder dazukommen sind. Ja, aber danach bin ich in der Lage, sozusagen von beliebigen Rechnern
meine Website zu editieren und abzuladen und hochzuladen und so weiter. Da habe ich auch das Problem gelöst, dass ich halt nicht nur einen Rechner habe, auf dem ich arbeiten muss. Wenn ich diesen Jekyll, den muss ich nicht mal installiert haben, ich muss nur meine Dateien einchecken und wieder auschecken und gut ist. Also mehrere PCs kann ich machen. Ich habe mein Volltext-Suchen-Problem gelöst. Es gibt für das Elasticsearch auch Dienste, die das als Service betreiben. Da muss man manchmal Geld bezahlen, manchmal nicht. Ich persönlich sehe für mich jetzt wirklich keine echten Probleme. Wenn es diesen einen WordPress-Blog nicht gäbe. Ja, wir haben genau das Problem, dass wir eine Seite haben, die so selten aktualisiert wird, aber wir haben halt den Zwang, die zu aktualisieren. Ja. Dass die Leute immer wieder sich einarbeiten müssen, quasi in das Editieren. Und dabei soll man doch mal. Ja, und wenn die Menschen dann eh in Git, in SVNs leben, weil sie vielleicht Programmierer sind, ja, dann ist das sozusagen für die Nähe als ab und zu ein Content-Management-System aufzurufen. Ja. Weitere Fragen? Doch, ich muss mal ab und zu mal warten. Ja. Nur weil das bei uns mal diskutiert wurde, ob es da irgendwelche Erfahrungen gibt, wir haben mal überlegt, ob man mit sowas sogar richtig große CMS ersetzen kann, also mit so 10 Millionen Content-Objekten und so weiter, dafür irgendwas gibt. Also die Frage war, wie groß kann ich werden quasi? Genau, ja. Und ab einer gewissen Größe kann man halt irgendwie alles neu generieren, wenn es mit der Header ändert, was aber heutzutage auch kein Problem ist, wenn ich die CDN davor schnalle und mit, ja, CDN in Fügungs arbeite. Ja, also die Frage war, wie groß kann man werden? Ich kann jetzt nur verweisen auf die Daten, auf das Beispiel, die ich genannt habe. Die sind ja schon groß. Also diese healthcare.gov in Amerika, das ist ja schon ein großes Ding. Ja. Also ich glaube, dadurch, dass wir am Ende nur HTML-Code haben, gibt es kein Größenproblem. Ja, es gibt nur das Problem, wie verwalte ich die Nutzer mit dem Zugriff und den Content zu erstellen. Ja. Also das ist dann ein Content-Erstellproblem. Ja, und kein Skalierbarkeitsproblem von Jekyll-Code am Ende. Ja, seit Version 3 ist Jekyll auch in der Lage, sozusagen nur die Seiten neu zu generieren, die sie auch geändert haben. Das war bis 2 nicht der Fall. Da wurde immer die komplette Website neu gemacht. Ja, und wenn ich nur irgendwo in meiner rechten Spalte einen Punkt gesetzt habe, wurden die ganzen Dokumente neu generiert. Ja, das ist inzwischen anders geworden. Ja, und da ich am Ende nur HTML-Code habe, was ich auf Website drauflege, gibt es da keine Skalierbarkeitsprobleme. Ja, jeder Post ist eine Datei. Ja, genau, das war nämlich mein Punkt. Wenn ich am Header etwas ändere, ja, bei 30 Blog-Einträgen pro Format, richtig, werden 30 Dateien neu generiert. Wenn ich ein System habe mit 100 Millionen Content-Objekten, wo ich dann eine Platte am Header ändere und plötzlich 10 Millionen Dateien geändert, dann werden alle Dateien neu generiert. Genau. Ja. Also, ich glaube nicht im Jekyll-Bereich, ja, weil wie oft mache ich das in einer vernünftig gepflegten Webseite, ja, dass ich sozusagen mein Header ändere, ja, das sollte ja nicht dauernd vorkommen, ja, da kann man ja immer noch überlegen, ob man sich sagt, okay, ich mache das, ja, lasse meinen Jekyll-Prozess durchlaufen, der rödelt vielleicht eine Stunde durch, ja, und danach synchronisiere ich die geänderten Dateien auf meinen Webserver. Ich habe in der Zeit nicht logischerweise alle, die Änderungen müssen nicht direkt auf den Webserver gemacht werden. Wenn ich so größere Instanzen habe, dann werde ich mir ein paar andere Gedanken machen müssen. Ja. Da kann es also dann schon sein, dass ich wegen einer Änderung im Header oder in der rechten Seite sozusagen alles neu machen muss. Bei irgendeiner riesen Webseite. Bei 10 Millionen Webseiten. Also wenn wir jetzt über BarackObama.com sprechen, dann weiß ich jetzt nicht, wie viele Tausende von Seiten da existieren. Ja? Oder Stack, aber da sind es wahrscheinlich sogar noch weniger, weil das ist nur ein Blog, sage ich jetzt mal so. Ja? Bei healthcare.com, also diesen amerikanischen Gesundheitsdienst, da reden wir ja über eine Webseite, nicht nur über einen Blog, wo dann schon mehr Seiten zustande kommen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es halt
20, 30 Minuten dauert, bis der ganze Klatsch dadurch geknallt worden ist. Je nachdem, wie viele Server dahinter sitzen. Und so, also wenn ich meine Webseite ungeschickt mache, kann ich auch 20 Minuten warten. Ja? Habe ich übrigens mal gemacht. Deswegen weiß ich das. Insbesondere als bei zwei Version 2 nicht nur eine Änderung. Also da wurden immer alle Seiten neu gemacht. Aber ansonsten ist das Ding schon schweineschnell. Also wir reden ja jetzt vermutlich über Seiten, was ich 2000 Seiten, wenn es hochkommt, von den Leuten, die hier sind, würde ich jetzt mal annehmen, so gefühlt. Also eine Seite pro Tag, 300 Tage im Jahr. Das geht also schon schnell. Und das wirklich Gute ist, am Ende kommt HTML-Code raus und nichts ist so schnell, wenn Nginx nur HTML-Code ausspucken muss und nicht nur diesen ganzen PHP MySQL-Kram hinterher arbeiten muss. Weil das nimmt nämlich die Performance auf dem Webserver weg. Und das nimmt nämlich dann nachher auch sozusagen die Usability weg, wenn eure Nutzer auf einer langsamen Webseite unterwegs sind. Ne, ich weiß nicht, letztes Jahr hat man einen sehr guten Talk zum Thema Webseitenoptimierung gegeben. Da habe ich dann erstmal angefangen, sozusagen zu gucken, dass meine Seite nicht länger als eine Sekunde braucht. Und zwar, wenn ich mit UMTS langsam drauf zugreife, nicht wenn ich zu Hause drauf zugreife. Ja. Gut. Gut, ich hoffe, es ist mir gelungen, den einen oder anderen zu motivieren, sich mit diesem Thema Jekyll auseinanderzusetzen. Ja. Für die Geeks ist die Einarbeitungszeit eher spannend. Ja. Das ist in der Regel kein Problem. Danach muss man sich da auseinandersetzen, wie man diese Templates baut. Da kann man auf einer guten Basis in der Regel starten. Da gibt es so einige, die man da runterladen kann, wo man einfach mal einen guten Startpunkt hat. Ja. Und wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, ist dieses Publizieren nachher eine Sache, genauso wie den Save-Button drücken. Ja. Und man ist sich sicher, man hat immer eine sichere Webseite, die auch noch schnell ist und um die man sich sonst nicht weiter kümmern muss. Und man kann sich irgendeinen x-beliebigen Apache-Dienst-Server, Service-Dienst aussuchen, wo man die dementsprechend hochsynchronisiert. Ich danke Ihnen, euch für die Teilnahme, wünsche noch einen schönen Nachmittag.